Klinzing. Er ist Chefredakteur vom Frankfurter Börsenbrief. Und schönen guten Morgen, Herr Klinzing. Blicken wir zurück. Die Anleger, die halten sich in dieser Woche ja eher zurück. Liegt das jetzt nur an der Unsicherheit durch den US-Haushaltsstreit? Naja, das Thema mit den Haushaltsstreitigkeiten und der Schuldengrenze, das hatten wir ja schon des Öfteren. Das lockt eigentlich kein Börsianer mehr hinterm Ofen hervor. Ich glaube, da spielt auch mit die Unsicherheit, wohin die Reise im vierten Quartal gehen wird, wie die Ausblicke der Unternehmen sein wird. Aber letztlich das Wichtigste ist die neutrale Markttechnik. Wir sind in einer Range gefangen. Das wird sich über kurz oder lang ändern, aber zunächst einmal ist die Markttechnik schuld daran, dass wir uns nur so seitwärts bewegen. Und wie könnte es dann jetzt weitergehen mit dem DAX? Also ich denke, dass wir auch in der nächsten Woche noch in einem engen Band zwischen 8.400 und 8.700 pendeln werden. Ich weiß, das ist super langweilig, super enges Kursband. Ich gehe aber davon aus, dass wir bis Ende des Monats dann noch nach oben hin ausbrechen, dass wir Anfang November schon über 9.000 stehen werden. Wann jetzt allerdings der beste Zeitpunkt, der beste Tag zum Einstieg ist, das kann ich im Moment da auch noch nicht absehen. Schauen wir auf einen Einzelwert. Gestern Abend hat Alcoa Zahlen vorgelegt. Wie haben Ihnen denn die Zahlen gefallen? Ja, sie waren ja deutlich besser als erwartet. Besonders hat mir die Zahlen zur Produktivität gefallen. Klaus Kleinfeld holt aus dem Unternehmen heraus, was geht. Aber die Börsianer, die haben ja natürlich den Swing in die schwarzen Zahlen bejubelt. Dennoch dürfen wir nicht verkennen, dass die Erlöse, dass der Umsatz wieder zurückgegangen ist. Und das ist ja eigentlich nicht so besonders positiv. Aber nachbörslich gab es Aufschläge von über 3%. Das wird sich sicherlich heute im Handel bestätigen. Alcoa gilt ja auch bei vielen Experten als Indikator für die Konjunktur. Haben Sie denn in dieser Hinsicht Erkenntnisse gewinnen können? Ja, ich sagte ja eben schon, dass die Erlöse gefallen sind, auch die Aluminiumpreise sind zurückgegangen. Das musste jetzt nun nicht zwingend die Sorgenfalten auf die Stirn treiben, was die Konjunktur anbelangt. Das hat auch eher mit den Überkapazitäten im Bereich Aluminium zu tun und nicht mit einer schwächeren Nachfrage. In der letzten Woche, da hatte ich darauf hingewiesen, dass mein Geheimtipp die LKW-Hersteller sind, dass die sich aus der Krise langsam befreien. Und wenn wir uns die Zahlen angucken oder die Berichte darüber, dann ist neben den Flugzeugherstellern vor allem auch die LKW-Branche ein sehr starker Nachfrager nach Aluminium gewesen. Und somit sehe ich einen indirekten Effekt. Wenn es den LKW-Herstellern wieder gut geht, dann kann man wieder ein positives Signal für die Konjunktur annehmen. Ich sehe gerade darin einen positiven Effekt, der sich allerdings erst in den nächsten zwei Wochen etwas klarer darstellen wird. Was jetzt die Berichtssaison anbelangt, so hatten wir in unserem Brief erwartet, dass die Gewinne im S&P 500 im zweistelligen Bereich zulegen werden, aber der Umsatz stagnieren wird. Und in dieses Bild passen die Daten von Alcoa ja perfekt. Heute Abend veröffentlicht dann die US-Notenbank ihr Sitzungsprotokoll. Wird das ein spannender Termin? Welche Impulse erwarten Sie für die Märkte? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch total auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das war für mich die größte Überraschung der letzten 10 Jahre, dass die Notenbank ihr Anleihenaufkaufprogramm nicht zurückfährt. Insofern ist es sicherlich mal interessant nachzulesen, warum und wie die Fed von ihrer bisherigen Verknüpfung von Geldpolitik und Arbeitsmarkt abrückt und wie sie denn gedenkt, da weiter fortzuführen. Das wird man in Ruhe studieren. Man wird es zur Kenntnis nehmen, analysieren und dann daraus seine Schlüsse ziehen. Was wirklich interessant ist, wird natürlich darin nicht stehen, denn nämlich, wie man den Geist des Quantitative Easing wieder zurück in die Flasche bekommt. Und wenn wir uns mal die Inflationszahlen angucken, so ist der offizielle Consumer Price Index bei 1,6%. Wenn wir allerdings die Daten aus dem Automarkt und dem Immobilienmarkt mit hinzurechnen, dann sind wir schon bei einer Inflation von 4,1%. Und bei einer so hohen Rate, da passt es eigentlich nicht mehr, aus allen Rohren zu feuern. Aber da erwarte ich leider keinen Aufschluss aus dem neuen Sitzungsprotokoll. Abschließend noch gefragt, was raten Sie dem Anleger? Wie sollte man sich derzeit an den Märkten positionieren? Ja, das Depot muss jetzt aufgefüllt werden. Wir stehen vor einem sehr starken Halbjahr mit einer sehr freundlichen Börsentendenz. Jetzt ist keine Zeit zur Zurückhaltung, sondern jetzt muss man kaufen. Ich würde mir an dieser Stelle mal die Transportaktien anschauen. In den letzten 3 Wochen haben Papiere von Reedereien, von einigen Fluggesellschaften und auch von Flughafenbetreibern sehr gut zugelegt. Lkw-Hersteller habe ich schon erwähnt. Und gemäß der Dow-Theorie läuft der Transportsektor ja dem sonstigen Markt ein wenig voraus oder muss ihn im Anstieg begleiten. Und hier ergibt sich im Moment im Branchenmix eigentlich die attraktivste Chance.
Reinhard M. Klintzing, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen. Ganz herzlichen Dank.